So, wir gehen jetzt in ein weiteres Stollensystem und ich habe schon was Cooles entdeckt. Eine riesen Panzertür. Also hier kann man sehen, dass die Installation, also die Elektroinstallation, eigentlich nicht so alt ist und sie ist noch in sehr gutem Zustand. Wie man sehen kann, hat man das Stollensystem, zumindest hier den Verbindungsstollen, mit Spritzbeton ausgekleidet. Also ich weiß wirklich nicht, was hier drinnen nach dem Zweiten Weltkrieg passiert sein soll. Denn normal macht man das ja nicht. Und hier sind wir an so einer Art Kammer angelangt, oder zwei Kammern sogar. So, wir wollen mal schauen, was es mit der Kammer auf sich hat. Das ist wirklich so, das hat man in dem Zwischengang, in dem Zwischenstollen platziert. Und man hat oben so Styroporplatten und die Styroporplatten, die reflektieren ja oder halten ja die Wärme drin. Vielleicht war das so eine Art Klimakammer. Die Beleuchtung hängt auch noch drin. Ich vermute mal, ich weiß es ja nicht ganz genau, vielleicht handelt es sich hier um eine Art Klimakammer. So, wir schauen jetzt mal noch etwas weiter hinter. Auch hier ist wieder so eine Klimakammer und das Teil des Stollensystems sind auch wieder ausgekleidet mit Spritzbeton und der Fußboden ist komplett eben. Also hier hat man sicherlich das Stollensystem für eine Nachnutzung geplant. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns heute in der Nähe von Graz, in einem Vorort von Graz. Und wir suchen natürlich wieder eine 100-Tage-Verlagerung. Blöderweise, ich habe sie schon gefunden. Wir sind auf der Suche nach der Verlagerung Marmor, die sich hier irgendwo befinden soll. Wir befinden uns natürlich schon in den Stollensystem drin. Und wir wollen mal schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt, wie sie drin ausschaut. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, hinterlass doch bitte ein Abo und aktiviere die Glocke. Und wir schauen uns jetzt hier mal in diesem Stollensystem um, von der Verlagerung Marmor, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier gefertigt werden soll, aber das schauen wir uns dann noch im Detail zu Hause an. Und jetzt viel Spaß bei diesem Film. Wir gehen jetzt wieder nach draußen. Heute ist da sogar meine Familie mit am Start. Meine Frau Franziska. Vielleicht habt ihr sie ja schon irgendwo im Film gesehen. Und wir gehen jetzt erstmal wieder hier aus diesem Stollensystem hinaus. Jetzt kommen wir wieder an der großen Panzertür vorbei.
So, wir haben gerade entdeckt, dass es ja hinten einen Trampelpfad gibt. Und ihr wisst ja, ich folge jedem Trampelpfad, weil dann gibt es sicherlich noch irgendwo Zugänge. Irgendwo wird es da noch was geben, wo ich noch nicht war, die ich noch nicht kenne. Ah. Es ist jedenfalls heute sehr, sehr angenehm zum Gehen. Und ich glaube, jawohl, 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 da haben wir noch einen Stollen, ein Mundloch entdeckt. Da. Da schauen wir natürlich auch noch mal rein. Ja, Technische Hochschule Graz, Wissensstation zur Registrierung von Erdgezeiten. Aha. Aber es tut sich, glaube ich, nicht mehr viel. Man hat es einfach aufgegeben. Also diese Stollen gehörten der Technischen Hochschule Graz. Oder die haben sie zumindest nachgenutzt. Jetzt haben wir das rausgefunden. Man spürt auch so eine stickige Luft hier drin. Ja. Hier oben sieht man relativ glattes Gewölbe, glattes Gestein. So, jetzt haben wir auch diesen Stollen einmal gesehen, denn der Stollen war meistens zu gewesen. Also nicht befahrbar. Und ich wusste ja, dass irgendein System genutzt wurde, aber dass das jetzt gerade hier von der Technischen Uni in Graz genutzt wurde, wusste ich jetzt nicht, weil die anderen sehen ja auch verwendet aus, die anderen Stollen. So, ich glaube, dass wir jetzt genug gesehen hätten. Es war wieder mal ein sehr, sehr interessanter Ausflug hier zur Verlagerung Marmor. Und ich vermute mal, dass da oben irgendwo dann die Belüftungsstollen sind, aber das schauen wir uns jetzt nicht an. Wir sind hier in der Nähe von Graz. Und hier befinden sich praktisch die Stollenmundlöcher der Verlagerung Marmor.
Und sogar unter dieser Verlagerung fließt ein Fluss. Hier befindet sich eine Höhle. So, es war sehr, sehr interessant schon wieder. Sehr viel gesehen heute.